Mein Name ist Lisa Carstensen, ich komme aus Hamburg und ich forsche, ich schreibe eine Doktorarbeit über Sklaven, moderne Sklavenarbeit in globalen Produktionsnetzwerken. Ich gucke mir unterschiedliche Produktionsnetzwerke in Brasilien an. Da geht es um Holzkohleproduktion für die Stahlindustrie und die Bekleidungsindustrie. Das hat erstmal auf den ersten Blick nichts mit Hafenarbeit und Logistik zu tun. Auf den zweiten Blick natürlich, wenn man sich globale Produktionsnetzwerke anguckt, ist ja genau das Globale daran, dass Gegenstände produziert werden in Arbeitsverhältnissen, die von bestimmten Kräfteverhältnissen bestimmt sind und international, transnational vernetzt sind, sodass natürlich die Häfen eine große Rolle spielen. Und was für mich sehr beeindruckend war auf dieser Reise, wonach ich auch gesucht habe, ist, ich war in Brasilien für meine Forschung in einer Region, in der Eisenerz produziert wird, in Carajás, und habe dort an einer Zugstrecke gelebt, wo der längste Zug der Welt alle halbe Stunde das Eisenerz transportiert zum Hafen, von wo aus es nach Europa exportiert wird. Und hier habe ich jetzt heute in Rotterdam am Hafen diese Berge von Eisenerz wieder gesehen und sehe natürlich, dass es dort eine Verbindung gibt, die ich sehr spannend finde. Worin ich in meiner Forschung immer bestimmter werde oder was mir immer wichtiger wird, ist zu sehen, dass diese Produktionsnetzwerke, dass es für uns nicht nur wichtig ist zu verstehen, wie die Strukturen funktionieren von Welthandel und von Arbeitsverhältnissen, sondern auch, wie Menschen diese Strukturen wahrnehmen in ihren Alltagen, in ihrer Arbeitsrealität. Und das ist mir wieder heute im Gespräch mit den Gewerkschaftern und mit den Inspekteuren der ITF klar geworden, wie wichtig es ist, dass bestimmte Verbindungen diskutierbar gemacht werden, was sich bei denen in dem Slogan ausdrückt, dass Dockers und Seafarers einen gemeinsamen Kampf führen eigentlich und auch Solidaritätsstreiks ermöglicht. Und das ist eben, also zeigt wieder, wie das Wahrnehmen von Gemeinsamkeiten über sich austauschen, über Erfahrungen überhaupt erst hergestellt wird. Und das finde ich sehr interessant, weil das auch sehr viele politische Möglichkeiten gibt da drin.